Herzlich willkommen zu Kicks für den Kopf kompakt. In unserer neuen Reihe wollen wir kein Thema ausführlich, umfangreich und furchtbar tiefgründig bearbeiten und darstellen, sondern nur ein paar Anregungen geben zum Nachdenken. Wenn es um solche Fragestellungen geht, wie wir sie hier ins Zentrum stellen, also insbesondere philosophische und psychologische, dann liegt ja nahe, zuerst mal zu fragen, was ist überhaupt dieses Ich, das da in uns herum philosophiert, studiert, denkt oder was auch immer? Gibt es Unterschiede zwischen den Begriffen Seele, Geist, Bewusstsein, Selbst, Persönlichkeit? Also, was ist das, was wir so als inneres Kopfkino Tag aus, Tag ein eigentlich erleben? Historisch gesehen können wir sagen, war es eigentlich so, dass die Forschung jahrhundertelang davon ausging, dass unser Ich stabil ist, dass es statisch ist, dass es auch bei äußeren Einflüssen diese Stabilität nicht verliert. Also der Mensch des Mittelalters zum Beispiel, der konnte ganz klar sagen, ich weiß, wer ich bin und wo ich hingehöre. Durch den gesellschaftlichen Kontext, in den er geboren wurde, hat er sozusagen eine Bedienungsanleitung für sein Leben bekommen. Wir könnten auch sagen, ein Drehbuch. Es war klar, wer Regisseur in seinem Leben ist. Es war klar, ob er eine Hauptrolle, eine Nebenrolle, eine Statistenrolle hatte. Es war klar, auf welcher Bühne sich diese Existenz abspielt. Und es war auch klar, welche andere Akteure sich auf dieser Bühne tummeln. Das sieht heute etwas anders aus und das sieht die Forschung heute auch anders. Das, was wir so als Ich, als Geist, als Seele, als Bewusstsein ansehen, das sehen wir heute eher als etwas Fragiles, als etwas Labiles, als etwas Dynamisches, das sich ständig verändert. Und Brecht hat ja dazu auch ein Buch geschrieben, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Also es gibt eigentlich nicht ein Ich, es gibt ganz viele. Und dann ploppt natürlich auch ganz schnell die Frage auf, was heißt denn eigentlich in diesem Kontext Identität? Ja? Und ist diese Identität eigentlich auch was Statisches oder eher was Dynamisches? Heute würden wir dazu neigen zu sagen, das ist etwas sehr Dynamisches. Also wir bleiben nicht unser ganzes Leben lang die gleiche Person, auch wenn wir einzelne Charakterzüge behalten. So können wir doch sagen, wir haben heute eher ein dynamisches Verständnis von dem, was Identität ist und von dem, was wir unter Ich ansehen. Unsere Gesellschaft heute, Erich Fromm hat diese Gesellschaft ja genannt, eine Konsum- und Marketinggesellschaft, überträgt nun dieses Konsumdenken und dieses Marketingprinzip auch auf die Auseinandersetzung mit dem, was wir als Ich, als Selbst, als Persönlichkeit bezeichnen. Und wir werden heute sozusagen aufgefordert, in einem Art Selbstoptimierungswahn nicht nur unseren Körper zu optimieren, unseren beruflichen Kontext zu optimieren, unser Beziehungsverhalten zu optimieren, sondern halt auch uns selbst durch positives Denken zum Beispiel und indem wir uns selbst suggestiv immer einreden, ich bin super und alles ist positiv. Und so meinen viele zeitgeistnahe sogenannte positive Psychologen, dass wir unser Selbst, unser Ich einem Persönlichkeitsdoping unterziehen können. Das führt aber zu einem Realitätsverlust. Wir nehmen uns selbst gar nicht mehr adäquat wahr. Entweder wir idealisieren uns oder wir werten uns total ab, was beides eigentlich neurotische Verhaltensweisen sind. Ziel wäre eigentlich, dass wir ein realistisches Selbstbild entwickeln, dass wir alle Aspekte unseres Selbst, unseres Ichs, unserer Persönlichkeit akzeptieren, also eine gewisse Ambiguitätstoleranz und Ambivalenz
Toleranzempfinden und uns klar ist, alles ist sozusagen gleichzeitig in uns vorhanden. So viel für heute. Ich hoffe, es waren ein paar Kicks für den Kopf dabei zum Thema, was ist das Ich? Mehr dazu in den nächsten Videos.